Gut. Schnell in der Position drin nach diesem Pulli-Gewinn. Sheen. Enford. Sheen. Und da ist das Tor. Ranford. Stretch. Da kommt Sheen mit dem Schuss ins Tor. Und die Konterchance jetzt für die Steelers und das Tor. Diese Effektivität und jetzt müssen sie aufpassen. Nächster Konter. Stretch. Sheen. 4-1. Nochmal tief. Howden mit dabei, jetzt aber Smarek und Weiss. Schauen wir mal, wie es die Steelers spielen. Das ist der lange Pass, das ist Sheen und das ist Riley Sheen. Und über Ranford baut sich die Powerplay-Formation auf. Eisbären klären hier aber nicht, halten die Scheibe im Spiel die Steelers und die läuft gut. Kann da die Bilanz des heutigen Abends nachhaltig verbessern? Riley Sheen. Riley Sheen! Und jetzt können sie aufziehen über Ranford. Über Stretch. Ranford. Sheen. Sheen mit dem Schuss und mit dem Tor! Und was für ein Treffer! Was es da partiell geht, 6 Punkte Unterschied, das ist eben, wenn Bietigheim gewinnt, dann können sie das Ganze deutlich verkürzen. Und auf der anderen Seite könnte sich der KFV da so ein bisschen festsetzen, aber da war Riley Sheen gestartet, auch jetzt wieder. Der orientiert sich natürlich sofort dann in Richtung gegnerische blaue Linie. Sheen, Riley Sheen, Tor! 33 Sekunden gespielt. Sheen gegen Maxwell. Sheen, klasse, 1-0, Bietigheim. Ganz eröffnet hatte. Ich würde ihn auch eigentlich immer schießen lassen, wenn ich könnte. Riley Sheen. Macht ihn wieder. 10. Auswärtssieg in dieser Saison wollen. Es gibt Strafe gegen beide Mannschaften. So, und schon hat Sheen die Möglichkeit. 1-1. Viel Platz. Stretch. Da ist Riley Sheen! Und das ist Saisontor Nummer 9. Play, 5 Bestes der Liga. Scheibe kommt überraschend davor das Tor. Und ist im Tor, da ist der Ausgleich.